Und jetzt mal mit der Farbe über meine Lippen. Ich könnte die ganze Zeit weitermachen und dann immer wieder drüber machen. Also, wow. Hier ist gerade eine Polle reingeflogen. Hey ihr und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Maybelline dran. Ich bin so gespannt. Letztes Mal hatte ich mich ja mit Catrice Produkten geschminkt und heute ist in unserer kleinen Drogerie One Brand Full Face Make-up Reihe Maybelline dran. Und ich hatte nur noch den Concealer und den Bronzer hier bei mir. Alles andere musste ich mir neu kaufen. Ich kenne zwar schon die Fit Me Foundations von früher, aber hatte die jetzt echt lang nicht mehr. Deswegen bin ich mega gespannt. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Es wird bei den meisten Sachen jetzt First Impression sein. Ich habe auf jeden Fall schon zu einer Sache ein paar kritische Wörtchen anzumerken. Aber eins nach dem anderen. Und wenn euch das Video gefällt, gebt ihm bitte ein Däumchen nach oben. Abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal, um die anderen Videos nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt. So, fangen wir direkt mit Foundation an. Ich habe jetzt meine Hautpflege aufgetragen, was auch vollkommen ausreicht. Lasst die so ein bisschen in eure Haut einziehen. Und dann könnt ihr auch direkt mit dem Make-up starten. Ich habe jetzt die 118. Und ich hoffe, die Farbe passt. Ich konnte die nämlich auch nicht testen. Deswegen habe ich einfach die 118 Nude genommen. Da sind immer so kleine Bildchen bei. Und dann dachte ich mir, ja, die Hautfarbe kommt meiner sehr nah. Ich werde jetzt mal hier oben das silberne Ding abmachen. Und dann sehen wir jetzt gleich, ob es eine gute Wahl war oder eher nicht. Ist auf jeden Fall nicht zu rosa oder zu gelbstichig. Wirklich ziemlich nude, würde ich mal sagen. Konsistenz ist sehr flüssig. Die fließt hier schon in die Hand runter. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt auf meiner Haut gleich aussehen wird. Ich trage das jetzt mal hier so ein bisschen mit dem Finger einfach auf. Und gehe dann direkt mit dem Beauty Blender gleich rein. Okay, das reicht auf jeden Fall schon mal nicht. Ich nehme mal direkt noch ein bisschen mehr. Also die Farbe sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich bin wirklich froh, dass ich mich da jetzt nicht vergriffen habe. Und dann arbeite ich das Ganze jetzt mal direkt mit dem Beauty Blender ein. Ich habe auf jeden Fall noch in Erinnerung, dass ich die Foundation echt gerne mochte. Okay, die ist auf jeden Fall sehr matt. Dafür, dass sie am Anfang so flüssig ist, trocknet sie wirklich ziemlich schnell runter. Die Deckkraft ist jetzt so mit dem bisschen, was ich drauf hatte, auf jeden Fall eher mittel, leicht bis mittel. Die deckt auf jeden Fall hier so Hautrötungen nicht besonders gut ab. Aber so sieht das erstmal richtig schön aus. Und die sitzt auf jeden Fall auch sehr gut auf der Haut. Aber die Farbe ist wirklich super, super schön. Wie gesagt, 118 Nude habe ich jetzt genommen. Und die hat echt wirklich einen leicht gelblichen Unterton. Passt dann halt perfekt zu meiner Haut. Und so sieht die echt mega aus. Hat sich jetzt auch sehr gut verteilen lassen. Und ich könnte mir richtig gut vorstellen, die halt so im Alltag zu verwenden, weil sie halt eben matt ist, nicht so eine krasse Deckkraft hat und wirklich super leicht auf der Haut sitzt. Also ich merke sie gerade überhaupt nicht. So, machen wir mit Concealer weiter und dann nehme ich den Fit Me Concealer. Man kann es nicht mehr ganz so gut lesen, weil ich den jetzt schon etwas länger habe. Und ich glaube, ich habe hier die Farbe 06, genau. Und hier kann ich auf jeden Fall nur Positives zu sagen. Ich mag den unglaublich gerne. Der hat echt eine schöne Deckkraft, aber ist halt super, super leicht und glowy. Und ich finde, gerade weil meine Haut so trocken ist, ist der ideal. Kriegt in keine Fältchen und hält halt auch den ganzen Tag. Das Ganze blende ich auch wieder mit meinem Schwämmchen hier ein. Sieht richtig flawless aus bis jetzt. Ich freue mich schon so auf die anderen Produkte. Kommen wir jetzt mal zum Puder und dann nehme ich das Fit Me Matte & Poreless Puder in der Farbe 105 Natural Ivory. Auch das ist noch ganz zu, ich mache das mal gerade auf. Und normalerweise nehme ich ja immer Translucent Powder zum Setten von Concealer, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt gleich auf der Haut macht. Ich werde das jetzt unter meinen Augen geben und auch mein Gesicht damit setten. Die Farbe sieht auf jeden Fall super, super schön aus. Und das Puder hat auf jeden Fall auch Deckkraft. Also wenn man sich das auf den Handrücken gibt, sieht man auf jeden Fall einen Unterschied. Ich habe das jetzt gerade mal hier aufgemacht und da hat man hier ein Schwämmchen und ein Spiegel. Ist natürlich super praktisch für unterwegs. Ich werde jetzt mal das Puder nehmen und dann direkt auch den Spiegel benutzen und das erstmal unter meine Augen geben, um den Concealer so ein bisschen zu setten. Also als Puder fügt das auf jeden Fall noch ziemlich Deckkraft hinzu, was ich so für alle Stellen außer unter den Augen auch richtig, richtig gut finde. Aber ich habe jetzt wirklich nicht viel genommen und man sieht schon,
dass das die Poren eher stärker hervorhebt, genauso wie die Fältchen unter den Augen. Deswegen würde ich das Puder nur zum Setten des Gesichtes empfehlen und auch weiterhin benutzen und halt unter den Augen ein Translucent Powder. Weil ich jetzt kein Translucent Powder von Maybelline da habe, werde ich einfach das von NYX nehmen. Und das gebe ich mir jetzt einfach auch nochmal mit dem Pinsel wirklich hier so auf die Poren. Weil das so ein richtig feines Puder ist, minimiert das die Poren sofort optisch. So. Aber ansonsten fand ich das Puder halt, wie gesagt, für das restliche Gesicht richtig gut, weil das wirklich nochmal so Deckkraft hinzugefügt hat. Aber für unter die Augen kann ich es euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Die Base ist jetzt soweit erstmal fertig. Machen wir weiter mit den Augenbrauen. Und da wollte ich mit euch reden. Also ich habe diesen Augenbrauenstift mitgenommen. So sieht der aus. Das ist der Maybelline Brow Precise. Und guckt euch mal bitte an, wie klein dieser Stift ist. Ich zeige euch mal was. Das hier ist mein Catrice Stift. Die sind jetzt beide fast ungefähr gleich lang. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass ich den Catrice Stift schon sehr lange habe und den Maybelline Stift so neu gekauft habe. Also das finde ich halt echt mal richtig unverschämt, dass der so wenig Produkt hat im Vergleich zu den anderen Augenbrauenstiften. Also der hier ist ungefähr doppelt so lang, wenn man den neu kauft. Und ja, das wollte ich als allererstes mal sagen, dass ich das irgendwie ein bisschen komisch finde, dass hier nur so wenig Produkt dran ist. Ist schon irgendwie schade. Ich werde mir damit jetzt auf jeden Fall meine Augenbrauen machen. Kommen wir zum Bronzer und dann nehme ich einen, den ich super, super gerne mag. Das ist der City Bronzer in der Farbe Medium Warm 250 und den benutze ich ja jetzt auch schon eine Weile und finde den echt richtig, richtig gut. Da gehe ich mit so einem fluffigen Pinsel rein und wärme damit jetzt einfach mal mein Gesicht auf. Ich werde jetzt auch einmal leicht meine Nase konturieren mit so einem abgeschrägten Pinsel. In meinem letzten Video mit den Catrice-Produkten habe ich euch auch einmal ausführlich gezeigt, wie ich die konturiere. Könnt ihr also super gerne mal vorbeischauen. Kommen wir zum Blush und da freue ich mich jetzt besonders drauf, den aufzutragen. Das ist nämlich der Fit Me Blush in der Nuance Coral 35, keine Ahnung. So sieht der auf jeden Fall aus. Und ja, auch der ist noch zu. Bin mal gespannt, wie das Ganze sich gleich auf der Haut auftragen lässt. Ich krieg's nicht auf. So, ich habe es jetzt endlich. Wir haben es geschafft. Oh, guckt mal. Seht ihr das? Mir kommt das Fändchen direkt entgegen. Ich werde die auf jeden Fall nochmal neu festkleben. Schade, wenn man ein Produkt aufmacht und das einem direkt entgegenkommt. Aber das kann man ja leicht wieder festkleben. Deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm. Ich bin auf jeden Fall auf die Farbe gespannt. Der Blush ist auf jeden Fall auch super matt. Wie man sieht, sieht man noch nicht viel. Also er ist wirklich sehr, sehr leicht. Was ich aber gar nicht schlecht finde, weil ich das lieber habe, dass ich so langsam immer ein bisschen mehr Farbe nehme. Aber nur damit ihr das wisst. Und das sieht echt super schön aus, oder? Hat wirklich sogar so ein kleines bisschen Schimmer. Das hatte man vorher gar nicht gesehen. Also er ist nicht ganz matt. Wenn man sich den so im Fändchen anguckt, dann sieht man überhaupt keine Schimmerpartikel. Aber auf der Haut sieht man, dass er nicht matt ist. Ist jetzt kein Glitzer, ist wirklich nur so ganz leichter Schimmer. Sieht total schön aus. Ich muss echt sagen, dass die Base wunderschön geworden ist. Ich gebe ihn mir jetzt auch mal hier so ein bisschen mit höher auf die Wangenknochen, weil da halt eben Schimmer mit drin ist. Ich werde nämlich jetzt keinen Highlighter nehmen, aber ich könnte euch sonst von Maybelline den Master Chrome Highlighter empfehlen. Guckt euch die unbedingt mal an, die sind so heftig. Aber ich will halt eine relativ matte Base haben, um dann halt gleich den Fokus komplett auf meinen Augen Make-up zu legen. Und deswegen gebe ich mir jetzt einfach mal den Blush ein bisschen höher. Also den kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich werde mir da auf jeden Fall die anderen Farben auch mal genauer anschauen. Hier steht drauf, für einen gesund aussehenden, frischen Look, seidig zarte Textur für problemloses Verblenden. Das kann ich so nur unterschreiben. Der ist wirklich, dadurch, dass er die leichte Deckkraft hat, hat man überhaupt keine Flecken. Man kann den mega gut ausblenden und der liegt super schön auf der Haut und hat halt durch diese leichten Schimmer, macht er halt so einen natürlichen Glow, aber wirklich nur ganz minimal.
So, und ich würde sagen, bevor ich jetzt gleich mit den Augen weitermache, werde ich mir einen Lippenstift auftragen. Und da habe ich mir den hier mitgenommen. So sieht er aus. In der Farbe 117 Bear. Nee, 177 Bear Reveal. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Und das ist so eine wunderschöne Nude-Farbe. Guck mal bitte, was das für eine tolle Farbe ist. Und ich finde, die riechen so gut. Also manche können die gar nicht ab vom Geruch, aber ich liebe diesen Geruch. Ich weiß nicht, woran mich das erinnert, aber es riecht einfach sehr, sehr gut. Ich habe jetzt keinen Lip Liner mitgenommen, deswegen werde ich jetzt mal kurz den hier von Banana Beauty nehmen in der Farbe Nana Naked und mir den mal kurz aufgeben. Hier ist gerade eine Polle reingeflogen. Seid ihr eigentlich irgendwie allergisch oder machen euch Pollen nichts aus? Bei mir ist es wirklich nur minimal zum Glück. So, ich habe mir jetzt nur ganz leicht Lip Liner aufgetragen und gehe jetzt mal mit der Farbe über meine Lippen. Oh, der riecht so gut. Das ist genau die Farbe, die ich mir oft habe. Ein richtig schönes Nude. Guck mal bitte, wie schön die Farbe ist. Und der hat so einen richtig schönen, leichten Glow. Der sitzt mega gut auf den Lippen. Der setzt sich in keine Fältchen ab. 0,0. Ich versuche euch das mal ein bisschen näher zu zeigen. Ist wirklich echt mega Lippenstift. Und dieses samtig weiche Gefühl auf den Lippen ist wirklich unbeschreiblich. Ich könnte die ganze Zeit weitermachen und dann immer wieder drüber machen. Also, wow. Ich hatte das nicht in Erinnerung, dass die so wahnsinnig gut sind. 177. Guckt euch den unbedingt mal an. Und nochmal. Ich trage ja eigentlich sonst nur Liquid Lipsticks gefühlt. Aber wie schön er sich auf den Lippen anfühlt, den werde ich jetzt auf jeden Fall öfters mal auspacken. Und er hat halt echt eine perfekte Farbe. So, aber jetzt genug geschwärmt vom Lippenstift. Kommen wir mal zu den Augen. Und da habe ich mir was überlegt. Ich werde eine einzige Farbe auftragen. Und zwar diesen Color Tattoo in der Farbe Mauve Crush. So sieht das Ganze aus. Und die Farbe ist wirklich so blau-lila mäßig. Okay, das sieht echt cool aus. Und den werde ich halt jetzt auf mein gesamtes Lid aufgeben. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal mit dem Finger rein. Ich swatche euch das einmal. Also das ist die Farbe. Es schimmert wirklich richtig schön und jongiert. So richtig schön von lila zu blau. Gucken wir doch jetzt einfach mal, wie das auf den Augen aussieht. Ich tupfe mir das jetzt einfach mal auf und das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Sieht cool aus, oder? Also das gefällt mir so gut. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Hingucker. Und ich werde jetzt mal noch ein bisschen in der Crease mit Bronzer so drüber gehen, um das alles so ja, schön auszurauchen und auch unter mein Auge damit gehen. Ich zeige euch das mal. Also ich nehme mir jetzt nochmal den City Bronzer und einen sehr fluffigen Pinsel und gebe mir das jetzt nochmal so in meine Crease. Und damit vertiefe ich das halt einfach nochmal. Und dadurch, dass man das nochmal so unter die unteren Wimpern, beziehungsweise unter den unteren Wimpernkranz gibt, wirkt das Auge auch nochmal größer und irgendwie konturierter. Und weil wir das mit dem Bronzer machen, den wir ja auch schon in unserem Gesicht aufgetragen haben, kommt das dann halt alles so zusammen und gibt so ein gleichmäßiges Bild. Aber ich finde, das ist wirklich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil ich wollte halt so, dass das rauskommt quasi. Und genau das tut es. Ich habe wirklich so einen Lidschatten mir noch nie geholt. Also so ein Color Tattoo. Aber den gibt es ja auch in vielen verschiedenen Farben. Und wenn man sich da einfach nur so ein Braun holt, also so einen braunen so einen Champagnerton oder so einen richtig schönen Chocolate Brown Ton, dann kann man das auch richtig gut im Alltag tragen und es ist halt so schnell fertig. Muss nur einmal mit dem Finger rein, einmal übers Augenlid und fertig.
So, also Fixing Spray hatten die leider bei mir im DM nicht. Da wollte ich mir dieses Lilane mitnehmen. Ich guck mal nach, wie das heißt und schreibe euch das mal hier hin. Das soll super gut sein, sagt Mrs. Bella auf jeden Fall auch. Genauso wie dieses Weiße davon. Aber weil ich halt jetzt kein Fixing Spray habe und ja einen matten Look will, werde ich jetzt einfach das von Urban Decay nehmen und das mal kurz auftragen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur Wimperntusche. Und ich kenne ja diese Colossal Eye Mascara, diese Tiger, Cat Eye, diese ganzen gelben halt. Die finde ich wirklich schon sehr, sehr gut. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere einfach mal die Great Lash aus, weil es die ja gefühlt schon seit Ewigkeiten gibt. Sie sieht super unspektakulär aus. Also einmal ist natürlich die Verpackung ziemlich knallig, aber das Bürstchen ist wirklich mini klein. Und ja, umso gespannter bin ich jetzt auf das Ergebnis. Ich trage mir die jetzt einfach mal auf. Und dann gucken wir mal, was die kann. Ich finde es auf jeden Fall voll süß, dass die so eine Mini-Verpackung hat. Guckt euch mal diesen Unterschied an. Krass, oder? Was die jetzt für lange definierte Wimpern gemacht hat. Damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Ich mache mir jetzt noch die andere Seite schnell weiter. Aber heftig, oder? Und ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so eine unscheinbare Bürste hatte, die so ein krasses Ergebnis gezaubert hat. Ich bin wirklich begeistert. Das sieht doch mal richtig, richtig schön aus, oder? Also generell hat jedes Produkt irgendwie so ein gutes Ergebnis erzielt. Den City Bronzer liebe ich sowieso über alles. Den nutze ich wirklich täglich. Die Foundation fand ich auch richtig gut. Und nicht zu vergessen, wollte ich auch unbedingt nochmal hier diesen Lippenstift erwähnen. Ihr seht das ja selber, ich finde die Farbe ist so unglaublich schön. Es fühlt sich so gut cremig auf den Lippen an. Das ist natürlich jetzt kein matter Lippenstift, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass direkt alles abgeht, wenn ich jetzt was trinke oder so. Ja, ich bin geflasht. Was sagt ihr? Wie findet ihr die Produkte? Habt ihr schon Produkte davon selber zu Hause? Habt ihr davon schon welche getestet? Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es dem so ist, gebt mir doch bitte ein Däumchen nach oben. Abonniert super gerne meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!